Na, willkommen zu einem kleinen weiteren Horrorprojekt auf dem Kanal, einem kleinen Demo mal. Wir spielen mal eine Demo. Und zwar wie Harvest Shadows, einem recht neuen Horror in die Spiele, was es das Demo geschafft hat. Das ist eine Mischung aus einem Horror-Game und einer Landwirtschaftssimulation. Also mal schauen, eine Farm Simulation. Mal gucken, wie es so ist. Es soll wohl eher in die Richtung Psycho-Horror gehen. Und ja, wir werden es aber mal spielen. Mal gucken, wie lange die Demo geht. Ein bisschen Inhalt hat sie, glaube ich. Und ja, bin mal sehr gespannt. Ich werde mal gucken, dass wir das. Ja, ich denke mal ganz normal Let's Play. Es sind so viele Folgen, wie es Folgen werden. Ich werde es in Folgen schneiden. Ich mache jetzt hier keinen Rundpart oder so draus. Genau, ich würde sagen, hier gibt es noch eine Anmerkung des Entwicklers. Ich würde sagen, komm, die lesen wir mal zu Beginn. Liebe Spieler, danke, dass du meinem kleinen, ungewöhnlichen Spiel eine Chance gibst. Wie viele andere Entwickler arbeite ich den ganzen Tag wie besessen am Computer und hoffe, dass meine Kreationen ein Publikum finden. Meistens träume ich davon, nie wieder auf einem Computerbildschirm zu schauen und auf eine weit entfernte Farm zu fliehen, damit ich mitten im Nirgendwo Dinge anpflanzen und sammeln kann. Plötzlich jemanden, der die Welt hinter sich ließ und sich schwor, nie wieder mit einem anderen Menschen zu sprechen. Im Jahr 1986 fuhr Christopher Knight mit seinem Auto in die Wildnis, bis ihm das Benzin ausging. Dieses stehen und ging in den Wald, wo er die nächsten 27 Jahre bleiben sollte. Er redete nie mit sich selbst und sprach buchstäblich die ganze Zeit nur ein Wort. In den 1990er Jahren traf er zufällig auf einige Wanderer, murmelte das Wort Hi. Ich las das Buch über Christopher während einer schwierigen Zeit in meinem Leben. In gewisser Weise beneidete ich ihn, bis ich vor dem letzten kalten Winter in Maine las, die er ertragen musste. Die einzige Möglichkeit, die Nächte zu überleben, bestand darin, alle paar Stunden aufzuwachen, um herumzulaufen und sich aufzuwärmen. Manchmal, wenn er kurz vor dem Tod stand, sah er eine schwarz gekleidete Gestalt am Rande seines Lagers stehen, die mit einem bedrohlichen Lächeln anstarrte und ihn aufforderte, näher zu kommen. Später sagte er, dass er manchmal, wenn es zu kalt war, in Erwägung zog, sich der verhüllten Gestalt zu nähern. Beide schied sich, sie zu ignorieren und sich weiter aufzuwärmen. Auch wenn keine Menschen in der Nähe waren, war Christopher nicht so allein, wie er dachte. Vielleicht erkläre ich dir eines Tages mehr darüber, was ich in den letzten paar Jahren eigentlich gemacht habe und wie es zu dem Spiel kam. Es ist aus purem Selbsthass und Verzweiflung entstanden, was zu meinem bisher persönlichsten Werk macht. Ich schäme mich ein bisschen für die Dinge, die ich gefühlt und durchgemacht habe, weil es hat sich gut angefühlt, diese Gefühle in diese Geschichte zu verarbeiten. Ich hoffe, die Demo gefällt dir und ich wünsche dir viel Glück, wenn du dich den unvermeidlichen Winter in Maine stellst, auch wenn die verhüllte Gestalt vor deinem Zelt auf dich wartet. Herzliche Grüße, David. Ja, cool, okay. Also, das heißt, das Spiel ist reflektiert eine eigene Erfahrung von ihm. Also mal gucken, was es genau bedeuten wird. Ich würde sagen, neues Spiel. Und ganz kurz noch, das ist ein Teil des Spooktobers 2024 auf dem Kanal. Im Oktober mache ich mal ein bisschen mehr Horror-Content auf dem Channel. Play ist unten verlinkt. Da findet ihr noch andere Videos des diesjährigen Spooktobers und nochmal Horror-Content. Schaut da gerne rein. Ich würde sagen, wir klicken auf neues Spiel und legen los. Those eyes, that demonic face in the rearview mirror, that's when it all started. It was the morning after everything went down. I didn't have anyone anymore. I got into my mom's old truck to drive back to New York like I always do. But something happened that I can't explain. I saw my exit, turned on the blinker, and drove right past it. It sounds crazy, but I physically could not turn the wheel. So I drove for 4 hours straight. I was in a rush to nowhere. So I drove, empty-headed and exhausted. That's when I saw it. It felt like the only right thing to happen to me in years. All I wanted was to walk down that path, lock the gate, and leave everyone behind. It would cost me everything I had, but I needed solitude. So I bought the farm. I did lock the gate, and I did throw away the key as hard as I could. I started laughing out of sheer joy. When was the last time that I laughed? I couldn't believe I was actually doing it. I was finally ready to forget it all and be forgotten.
God. You made me a promise, Garrett, in our backyard garden when you were little. Do you remember? It's probably not what you expected, but I'm going to keep that promise, Mom. Kapitel 1, der unsichtbare Wanderer. Alright, Garrett. Today's the day. You're gonna leave the house. Hold your applause, everyone. But where did I put that to-do list? If I can find it in all this garbage. Drücke F, um deinen Shuttle zu benutzen. Jawohl. Mein Tagebuch. Woran ich denken muss. Jeden Tag meine To-Do-Liste überprüfen. Nicht vergessen, Werkzeuge zu verwenden. Es sollten einige im Haus herumliegen und ich kann weitere aus dem Versandkatalog kaufen. Rechtzeitig zu Bett gehen. Diese Wälder lassen es mir kalt den Rücken hinablaufen. Dinge in den Anhänger legen, um sie zu verkaufen. Baumstämme sind ein paar Cent wert, aber Tomaten, Hühner sind viel wertvoller. Mein Endziel sollte es sein, das Gewehr zu kaufen, aber ich werde für einige Tage meine To-Do-Liste folgen und etwas Geld ansparen. Das ist der Rest meines Lebens. Für immer allein, auf die bestmögliche Weise. Allerdings habe ich einen Brief abgeschickt, an dem ich den Ort gekauft hatte. Er ist der Einzige, der meine Adresse hat. Ich schaue mich, wann er hierher kommen wird. Puh. Da liegt sie. To-Liste ist wichtig. Drücke Tab, um deine Aufgaben zu sehen. Es gibt kein Zeitlimit für die Erledigung von Aufgaben, also lass dir Zeit. Aufgaben, die mit Sternchen markiert sind, sind erforderlich, um die Geschichte voranzutreiben. Du kannst auch dein Geld und wichtige Gegenstände am unteren Rand des Notizblocks sehen. Okay. Now, time for the greatest dopamine release possible. Cleaning your room and scratching it off your to-do list. Alles klar, ja, meine To-Do-Liste. Hebe den Müll im Schlafzimmer auf und wirf es in den Anhänger. Kaufe eine Gießkanne, gieße 6 Tomatenpflanzen. Alles klar. Hier ist ja der Müll. Voll verdreckt hier, aber gut, ist halt ein altes Haus, schon aber. Was wir da gekauft haben. This is heavier than it looks. Hier wird übrigens immer langsam, müssen wir mal aufsammeln. Der Anhänger und der Katalogshop befinden sich nahe der Seite des Hauses. Okay. This. Huh. I don't remember this being here. Gemälde. Behalte das Geheimnis des Gemäldes im flohen Auge. Es verändert sich auf subtile, manchmal auch nicht so subtile Weise, um deinen mentalen Zustand anzuzeigen und dich vor Gefahren zu warnen. Je furchterregender das Gemälde ist, desto größer ist die Gefahr, in der du dich befindest. Das ist cool. Cooles Feature. Ja, ich habe nur gesehen, dass das Spiel sehr gut ankommt, also die Demo sehr, sehr gut ankommt. Sehr beliebt gerade auf Steam. Deswegen habe ich es mir auch angezeigt. Nur auch sehr schick, aber ich glaube, ich habe da irgendeine Option nicht an. Weil ich hab schon Gameplay gesehen, wo es schicker aussieht, ehrlich gesagt. Mal gucken. Ich stelle mal kurz ein bisschen was ein. So, ich glaube, es ist besser. Not a soul for miles. I should have done this years ago. Trotzdem sehr, sehr, sehr schick, muss ich sagen. Du bist einmal ein Entwicklerspiel. Die Musik ist schön, aber leider noch voll laut. Gehen wir jetzt noch ein bisschen runter. So. So, wir jetzt einstellen. Let's Play Marsch eigentlich sonst sehr ungern. Okay, that wasn't bad. Maybe I can get these tomatoes watered and then I'll be done. 20 Cent haben wir bekommen für den Müll. Yay. Das ist großartig. So, das ist der Shop. Wer dein Gegenstand auf der rechten Seite mehr zu erfahren? Wer da oben ein Band aus, um andere Gruppen von Gegenständen zu sehen? Werkzeuge, Medizin, Farben und Haus. Gießkanne kostet 1 Dollar. Wir haben 1,20 Dollar, okay.
Zack. Ah, da unten ist da was, ich was anzeige, okay. Ja, alles durchgeschichen. Du kannst früher ins Bett gehen, wenn du deinen Schuldienst erledigt hast. Okay. It wasn't a lot, but it was something. I better get to bed. One day down, eternity to go. Eine Karte der Gegend. Looks like it's missing some pages. Karte und Kompass. Ruf deine Karte auf, wenn du Kuh gedrückt hältst, aber du musst erst die Aussichtstürme besuchen, bevor sie nötig ist. Wenn du deine Gegenstände an einem bestimmten Ort gefunden hast, wird ein Häkchen hinzugefügt. Es gibt keine Wegpunktemarkierung im Spiel, also solltest du langsam machen und deine Karte studieren und deinen nächsten Schritt genau planen. Denk dran, das ist eine Demo, das heißt wahrscheinlich noch alles noch nicht im Spiel sein, was hier benannt wird. It's rusted shut. Ah, okay, das ist schnell mit Kuh. I'm good food-wise for a long time. Cans of beans as far as the eye can see. Nice, Boden. Okay. Ich werde mal automatisch auf. Kein Ding. Ich würde das spielen. Das ist wichtig. Okay, ich würde sagen, gehen wir ins Bett, bevor es dunkel wird. Sollen wir wohl nicht so lange wach bleiben, nachts. Well, TV would have been nice. With the whole being alone for everything. Kein Empfang, so wie es aussieht. Nothing but the clothes on my back, huh? Meine Kleidung, okay. Okay, da füge ich vielleicht irgendwann, vielleicht im Main-Game fügt man da vielleicht Seiten hinzu, kann ja sein. Aber gut, wir können es hinlegen, Flug ist erledigt. Tag 2. Wie der Junge aufsteht, ey. Ist noch arschdunkel. Da steht jemand. Daneben ist ein Reh, würde ich sagen. Da kann man es nicht erkennen, aber leuchtet es. Und Wölfe haben wir auch gehört. Sammle 10 Tomaten, kauf das Baubuch, baue einen Hühnerstall. Das war die To-Do-Liste. Okay, Bild sieht immer noch so normal aus. Gut, die Tür habe ich anscheinend offen gelassen. Huh? What is that? Man fragt er sich das nicht wie andere Horrorcharaktere, ja, pff, ist halt so. Alles klar. Guck mal, aber wer das ist. Claire? Whoa! You remind me of someone, girl. Hey, you gonna keep up or what? I'm sorry, I just can't get over this view. I can't believe you've never crossed the bridge before. Yeah, but why leave downtown anyway? To come see me, obviously. Of course. Good point. Probably the best point. Whoa, is that a deer? How did she even get here? Hold on, give us some space. We've got to help it. Okay, it's okay. Let's get you home. Claire, do you ever think about me?
like I think about you? Do you ever wonder where I am? It doesn't matter. Hmm. Get back to work, Garrett. That's all you're good for. Das ist ein anderes Punkt. Konnte ich mit hinter den Zaun. Er ist schon mal seine Freundin gewesen. Auf jeden Fall, er redet so, als hätten sie sich halt getrennt. This doesn't even look that old. I could totally fix this up with the right parts. So, okay, wir sollen Tomaten sammeln. Die wir gegossen haben. Dann tun wir das doch. Jetzt aber alle. Dann tragen wir das mal wieder zurück. Das wäre ja schon eine coole, vor allem wenn man irgendwo raschelt und so. Klar, könnte auch nur der Wind sein, aber wisst ihr, was ich meine. Da ist unser Außenzaun, das sieht man von hier. $5.40, ja nicht. Und das ist eine Axt. Now this should come in handy. Tipp auf Q zum Einstecken, heißt, ich tut mal Werkzeug auszuwählen. Okay. Zack, man schickt das ein. Okay. So, jetzt sollen wir noch das Baubuch kaufen. Ich würde sagen, wir wässern gleich nochmal die Tomaten, oder? Weil ich sie nicht ausbräuchte, wenn wir so wässern. Ich mach's trotzdem. Was war das? Ah, nur was aufs Dach gefallen sein. So, Baubuch kaufen und Hühnerstall. Farm, Baubuch, $5. Können wir uns leisten. Okay, you got this. Just follow the instructions, bro. Und das kenne ich doch von einem anderen Spiel. Hühnerbau, das kostet 5. Das erinnert mich doch stark an Forest hier, dieses Buch. Wenn wir das aufmachen, dass es auch ein Baubuch ist, wo man hier Sachen auswählt. Hühnerstall kostet aber $10. Die haben wir gerade noch nicht. Wir haben gerade 3,60. Ja, yeah, 10 Cent pro Stein. Ich glaube, wie weit man hier rumlaufen kann. Wahrscheinlich halt immer den Zaun entlang. Ob es so gut ist, wenn wir so weit weglaufen. Rennen können wir uns auch. Ja, da ist überall, also man sieht von hier überall die Umzäunung. Das ist schon ein großes Ding, aber geht, glaube ich, insgesamt nicht so weit. Ja gut, Holz bringt ja auch Geld, hat er gesagt. Und da wir eh nicht vorher ins Bett können, weil wir erst ins Bett können, wenn die To-Do-List abgehakt ist. So verstehe ich es zumindest. Können wir ja schon am Anfang ein bisschen hacken. Zack. Und der Forest platzt dann schön auf. Und er kann immer zwei tragen. Alles klar.
Was es hier eigentlich noch so gibt. Vogelscheuchenbausatz, okay. Tomatensamen. Verkaufstonne. Hier kann man irgendwie die Tragegeschwindigkeiten so erhöhen. Das Haus geht später dann auch eine Menge mehr. Was noch alles gesperrt in der Demo, vermute ich mal. Hake, Pflanzensamen im Garten. Du brauchst allerdings Samen. Okay. Haken können wir also auch kaufen. Ich glaube, es wird dunkel. Er hat gesagt, man soll schnellstmöglichst ins Bett gehen, weil er nachts hier nicht draußen sein will. Das ist ja nicht umsonst eine Anmerkung vom Charakter. Wenn man nachts draußen bleiben, ist nicht gut. Entweder weil hier was rumläuft oder irgendwas da draußen ist. Oder einfach auch vielleicht wegen seiner Psyche. Kann ja beides sein. Wisst ihr was? Ich traue der seiner Sache nicht. Ich lasse die mal lieber noch hier. Bild sieht aber noch normal aus. Ja, da tut das einen Job gearbeitet. Ich habe kein Geld für ein Hühnerstall-Spiel. Was will ich machen? Ja, das war nur Piti-Geräusch. Alles klar. Da rollt mein Bauschaum, glaube ich, davon. Und er leuchtet einfach. Oh, wir können vergehen. Schnell. Taschenlampe flackern gefällt mir nicht. Tag 3. Ich hoffe mal, dass die Tage auch die Bild resetten. Kennst du jetzt, ob das Bild vielleicht was näher kommt und so? Vermute ich fast. Tomaten wachsen ab einer Nacht nach, das ist gut. Wir können jetzt eigentlich gleich wieder verkaufen. Dann haben wir, glaube ich, genug für die Hühner. So ist fast genug. Ja, $11, sehr gut. Weißt du, ein bisschen Stall, ein Huhn selber noch nicht. Ich frage, wo wir den hinmachen. Ja, ich würde sagen, ich stehe hinten in die Ecke. Hier so. Gesehen. Wir können ja auch einen Holzzaun machen. Hühnerzaun, wie nur bei Hühnern. Okay. Den ich schon durchlaufen könnten. Na gut, der kostet $1. Vielleicht sollte ich mir erstmal einen Huhn kaufen. Kostet nicht 5. So. Na du? Wow, der eine Baumstamm ist wirklich außerhalb gerollt. Dann komme ich doch jetzt gar nicht.
Fies vom Spiel. Naja. Wir können jetzt auch schon pennen gehen, weil die To-Do-Liste abgehakt ist. Aber ich will noch die Tomaten nochmal mindestens wässern. Wir müssen also mich ja nicht durchwaschen. Ich vermute mal, dass das Huhn jetzt auch Eier legt. Sonst keinen Sinn machen. Die Tür hat sich leicht geöffnet. Die war die ganze Zeit geschlossen. Mal kurz die Gießkanne auf. So. Wir pennen, weil es geht. Dann springen wir die blöde Nacht und so. Was war das? Och nee, bitte nicht. I guess I'll take a quick look outside. Was ist das für ein Geräusch? Da flog was, das ist glaube ich nur ein Vogel. Boah, ich will nicht, ey. Okay, ich bin aber fies. Ich würde sagen, was es ist, sehen wir dann nächste Folge. Okay, da rausch mich doch raus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.